Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Mit Neuigkeiten zum globalen Dokkan Battle. Und zwar wissen wir nun, wann das 3-jährige Jubiläum anfängt. Mehr oder weniger, denn es wurde aus den Test-Servern geleakt. Hier riesen Shoutout an iSeriously und Kowai, die beiden Leaker das geleakt haben. Wir uns gleich dementsprechend ansehen, wann das Jubiläum anfängt und wann die Boss-Rush-Stages, die neuen Boss-Rush-Stages kommen. Ich werde die Jungs in die Beschreibung verlinken. Könnt ihr gerne mal abchecken, die beiden Dudes auf jeden Fall an Dashley. Das Jubiläum selbst, als ich mich letztens gefragt habe oder letztens erst, habe ich immer gesagt, wann fängt das an. Wir haben noch kein genaues Datum. Jetzt haben wir mehr oder weniger eins, denn das Ganze wurde geleakt. Wir müssen Leaks natürlich wie immer mit Vorsicht betrachten. Sie haben es aus den Test-Servern, aus den globalen Test-Servern. Ich selbst habe mir gesagt, was logisch wäre, ist, die momentane Celebration im globalen Dokkan Battle geht bis zum 30. Juni. Danach sollte der Countdown anfangen zum 3-jährigen Jubiläum und am 7. Juli sollte das anfangen. Und das tut es auch quasi, denn die Jungs haben quasi geleakt, dass das Ganze hier, die ganze Mission zum 3-jährigen Jubiläum, das Ganze, die ganze Celebration, wie auch immer, wie üblich, beziehungsweise wie ich quasi gemeint hatte, euch die letzten Tage, am 7.7. um 2 Uhr morgens anfängt. Die ganze Celebration fängt da an und er hat auch selbst hier geschrieben, dass das Ganze, dass in dem Jubiläum nichts Ungewöhnliches passieren wird, ist ein bisschen falsch ausgedrückt, sondern es ist in dem Sinne nicht ungewöhnlich, da wir schon wissen, was kommt, denn es wird mehr oder weniger gleich wie im japanischen Dokkan Battle. Hier zeige ich euch mal ein Video von mir, nämlich das Video von mir, was wir zum 3-jährigen Jubiläum erwarten können. Wenn ihr euch das Ganze anseht, dann bekommt ihr da genau mit in dem Video, was uns zum 3-jährigen Jubiläum erwarten wird, was genau kommen wird. Im heutigen News ganz kurz und knackig haben wir eben quasi Startdatum des Jubiläums ist der 7.7. 2 Uhr morgens. Die zwei Boss Rush Stages selbst, by the way, das sind die ganzen Missionen, die ihr liefert. Das habe ich auch im Video, deswegen schaut euch quasi am besten in Ruhe an. Boss Rush Stage selbst kommt auch am 7.7. um 8.30 Uhr morgens. Stage 4 und Stage 5, an der Stelle freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Es sind 65 Stones, die ihr euch holen könnt aus den beiden Stages. Und genau, ansonsten, was haben sie noch so herausgeholt aus dem Server, wenn wir uns das Ganze hier ansehen? Zum 3-jährigen wie erwartet, Teil 3, genau, die beiden Dragonstones Austauscher, die Barbershop übersetzt sind, genau, also roter Dragonstone, Barbercoins und so weiter und so fort wird hinzukommen. Das ist unser Boy, by the way, iSeriously an der Stelle. Und Kawaii hat hier, wenn wir uns auch mal ansehen, auch dasselbe Ganze retweeted aus den Testhörern geholt. Die LR Passes wurden übersetzt teilweise, zum einen die Kategorien der LR Charaktere ebenso sind übersetzt, genau, richtig. Und der Purple Dragonstone, was steht der Violette Dragonstone, Rote Dragonstone, die 3 Jahre alten Münzen werden im Spiel sein. Genau, die wurden hinzugefügt. Das Item Combat Dress wird ebenfalls übersetzt. Ja, Combat Dress ist eine vage Übersetzung. Es ist, wie gesagt, wirklich nichts Ungewöhnliches. Für mich, beziehungsweise für diejenigen, die nicht wissen, was zum 3-Jährigen kommt. Aber wie gesagt, Leute, schaut es euch im Video an. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen, was sie zum 3-Jährigen erwarten. Da gehe ich nacheinander durch, was zum 3-Jährigen kommt. In diesem Video, kurz und knackig, wollte ich das Ganze quasi nochmal jetzt sagen, wann es genau anfängt. Und eigentlich haben wir auch nicht mehr dazu. Deswegen das Wichtige, die wichtige Information in diesem Video, ganz kurz und knackig, wollte ich rüberbringen. Ich wiederhole mich gerade zu oft, aber das mache ich nur, um zu sehen, ob ich irgendwas verpasst habe. Aber nee, bis ob irgendwas Neues hinzukam. Nee, das passt alles. Wie gesagt, zum allerletzten Mal. Das Jubiläum, 3-jährige Jubiläum im globalen Dokkan Battle startet am 7.7. Die momentane Celebration endet am 30. Juni, dann kommt ein Countdown über 7 Tage und am 7.7. morgen startet die 3-jährige Celebration, die Celebration dazu. Das ganze Informationen werden reinkommen, was kommen wird. Und was wir auch noch dann zusätzlich wissen ist, um 8.30 Uhr am 7.7. kommen die beiden Boss-Stages hinzu, Stage 4, Stage 5. Ich hoffe, dementsprechend hat euch das Ganze gefallen. Und ihr seht schon, wir müssen langsam aufhören, bevor ich mich hier zu sehr wiederhole und verspreche. Deswegen wünsche ich auf jeden Fall noch eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.